Sehr geehrte Frau Henz, Sie haben ein Schulbuch zur vorwissenschaftlichen Arbeit geschrieben. Können Sie uns kurz erklären, was eine vorwissenschaftliche Arbeit ist? Die vorwissenschaftliche Arbeit ist sowas wie eine Fingerübung für eine richtige wissenschaftliche Arbeit, also etwa eine Baccalaureatsarbeit oder eine Diplomarbeit. Das ist so ein erstes, ganz kleines Gesellenstück. Zunächst einmal lernen Sie, wissenschaftliches Denken von Alltagsdenken zu unterscheiden. Das ist einmal die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass Sie lernen, gescheite Fragen zu formulieren. Im Zentrum der vorwissenschaftlichen Arbeit steht eine Forschungsfrage und allein das zu lernen, eine ganz präzise Frage auszutüfteln, so zu formulieren, dass sie sitzt, passt und hält. Ich finde, das ist eine ganz wesentliche Kompetenz. Gerade in einer Zeit, wo wir von Informationsflut umgeben sind, halte ich es fast für wichtiger, gute Fragen formulieren zu können, als ständig Antworten zu produzieren. Und das Dritte, was sie lernen, ist, gut mit Literatur umzugehen und sich vielleicht auch Texte anzueignen, die ein bisschen schwieriger zu verdauen sind, an denen man sich ein bisschen abarbeiten muss, ein bisschen reiben muss. Wo finden Lehrkräfte Informationen zur Betreuung einer vorwissenschaftlichen Arbeit? Zum einen auf der offiziellen Website des Bundesministeriums unter ahs-vwa.at. Da sind sehr viele Basisinformationen gebündelt, wo man nachschauen kann zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, aber auch schon ein bisschen zu den inhaltlichen Gegebenheiten. Und ich habe mich auch bemüht, in meinem Schulbuch und im dazugehörigen Lehrerbegleitband zu skizzieren, wie so eine Betreuung und Begleitung laufen könnte. Was könnten die ersten Schritte für Lehrer und Lehrerinnen sein, sich an die vorwissenschaftliche Arbeit anzunähern? Der erste Schritt könnte mal sein, sich mit der eigenen wissenschaftlichen Geschichte auseinanderzusetzen. Was habe ich denn im Studium gelernt? Was davon ist noch parat und frisch? Was könnte man ein bisschen auffrischen? Der zweite Schritt könnte sein, sich durch Material, zum Beispiel durch das Buch oder durch andere, es gibt sehr viel Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten, sich ein bisschen einzulesen und zu schauen, was sind denn die wesentlichen Paradigmen. Und der dritte Schritt kann sein, dass man sich Fachbereichsarbeiten, exzellente und auch weniger exzellente Fachbereichsarbeiten, die an der eigenen Schule schon geschrieben worden sind, anschaut und einmal so ein Gespür dafür kriegt, wenn man, vor allem wenn man noch nie sowas betreut hat, wie läuft denn sowas ab, wie könnte sowas strukturiert sein. Und zum Schluss bitte noch drei Schlagworte, die die VWA aus Ihrer Sicht charakterisieren. Das erste Schlagwort aus meiner Sicht ist ganz sicher Kompetenzorientierung. Kompetenzen im Sinne von Schüler und Schülerinnen lernen sehr viel Wissen. Und Kompetenz ist für mich Wissen zweiter Ordnung, also ein Werkzeug, wie ich lerne, Wissen zu strukturieren. Das zweite wichtige Schlagwort ist für mich die Forschungsfrage. Die steht für mich im Zentrum der vorwissenschaftlichen Arbeit. Also wenn ich die gut hinkriege und präzise hinkriege, dann habe ich eigentlich schon die halbe Miete reingespielt. Und das dritte Schlagwort aus meiner Sicht ist Projektmanagement. Ich denke, das ist eine große Herausforderung für 16-, 17-, 18-Jährige, sich ein Projekt über so einen langen Zeitraum einzuteilen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann glaube ich, hat man was fürs Leben mitgenommen. Das ist neu in der Schule, das halte ich für eine Herausforderung, aber auch für eine riesengroße Chance.